Wir haben jetzt Frau Rechtsanwältin Gisa Tangermann bei uns. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor. Ja, ich bin Gisa Tangermann, Rechtsanwältin mit Sitz in Bayern bei Fürth und bin seit ungefähr einem guten Jahr dabei, Menschen in dieser Regelungslage, den Corona-Maßnahmen zu unterstützen, wie man sinnvollerweise damit umgeht, wie man sich wehren kann oder wo man im Prinzip klein beigibt, in Anführungszeichen, um aber dann letztendlich sich durchsetzen zu können. Ja, das ist ja gut. Er hat ja schon in der Rede auch ein bisschen gehört, dass es ja nicht immer sinnvoll ist, den Widerstand zu leisten. Sei es, wenn jetzt mal ein Attest rausgerückt werden muss oder wie auch immer, wenn die Polizei kommt. Ja, was sind eigentlich so die Hauptanliegen jetzt, also in der jetzigen Situation von den Mandanten, die zu Ihnen kommen, wo Sie da beauftragt werden, irgendwie tätig zu werden? Also im Prinzip bleibt das Anliegen das gleiche wie auch schon vor anderthalb Jahren, nämlich diese unsägliche Situation und Lage zu ändern. Und da muss ich tatsächlich immer bremsen und sagen, das werden wir so in der Form nicht schaffen, weil die ganzen juristischen Instrumentarien, die wir zur Verfügung haben, letztendlich nicht mehr funktionieren. Und ich bin der Meinung, dass jedes geführte Verfahren, das wir verlieren vor den Oberverwaltungsgerichten oder den Verwaltungsgerichtshöfen oder auch in anderen Bereichen, ist nicht einfach nur ein Verlust, sondern ist letztendlich oder ein Misserfolg, so nach dem Motto, man hat es halt probiert, sondern jedes abgelehnte Verfahren führt dazu, dass der Anschein der Rechtmäßigkeit aufrechterhalten bleibt und stärkt quasi die Gegenseite, die Seite des Verordnungsgebers, die Seite des Mainstream. Deswegen ist es immer ganz sinnvoll zu gucken, was können wir tun und an welcher Stelle positionieren wir uns und an welcher Stelle versuchen wir, einen Kompromiss zu finden und eben, wie ich in meinem Vortrag auch gesagt hatte, in den Konsens zu gehen. Vielleicht noch mal ganz kurz ein Stück rüberkommen, genau. Weil, so. Okay, wunderbar. Jetzt ist es ja so, also Sie haben Rechtswissenschaften studiert, das erste, zweite Staatsexamen. Also man ist ja doch sehr, sehr verankert in dem Recht und das macht man ja bestimmt auch aus Liebe und nicht nur des Geldes wegen. Ja, also man muss ja affin sein, dass man sagt, also ich bin für das Recht, ich möchte das Recht vertreten und für das Recht da sein, auch für die Rechte der Bürger oder meiner Mandanten. Wie fühlt sich das gerade an in dieser Zeit, die ja teilweise, wenn man mitkriegt, was so für Beschlüsse da gefasst werden vor Gerichten, wie fühlt sich das für einen Rechtsanwalt an, wenn man das mitkriegt? Also ich muss zugeben, ich bin gewissermaßen seit Mai letzten Jahres ungefähr in so einer Art juristischen Schockstarre. Ich bin wirklich entsetzt, wie die Ablehnungsbeschlüsse oder die Gerichtsverfahren beendet werden, mit welcher Begründung. Teilweise sage ich, dass wenn ich das als Studentin in meinen Prüfungen abgegeben hätte, würde ich nur Punkte bekommen. Kollegen sagen dann, nee, stimmt nicht ein für die Anwesenheit, also das wäre dann die 6 plus sozusagen. Und das ist etwas, was ich als ganz schwierig auszuhalten finde. Aber ich habe wahrgenommen, es hilft nicht. Also es nützt nichts, auf diesen Prinzipien, die wir erlernt haben, auf den Gewährleistungen herumzureiten, weil wir damit nicht Erfolg haben. Sondern es ist wichtig zu gucken, wie kann der die Situation im Hier und Jetzt in einer ganz konkreten Situation hier vor Ort, wie können wir die so regeln, dass es den Beteiligten möglichst gut damit geht? Und das ist beispielsweise, wenn man kontrolliert wird wegen der Maskenpflicht, eben das Attest nicht vorzuzeigen, selber das Bußgeld erst einmal zu riskieren und in das Verfahren einzusteigen. Und dieses Verfahren bietet einem dann auch noch die Möglichkeit, denn wenn ich einen Attest vorzeige, dann habe ich, da ich meinen Arzt mit quasi ans Messer geliefert. Nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen wird die Polizei dieses Attest beschlagnahmen oder sicherstellen mit der Begründung, es sei vermeintlich gefälscht. Das reicht erstmal aus als Begründung und man will sich durchsetzen und erreicht aber einen größeren Schaden. Und wenn man in der Form, in dieser Situation sich ein Stückchen zurückhält, dann kann man die gesamte Situation besser lösen. Ja, also turbulente Zeiten, also kommt man ja als Nicht-Jurist, also ist man ja im Hintertreffen. Es ist ganz einfach so. Es ist eigentlich schon Wahnsinn, dass man sagen muss, man muss sich schon juristisch beraten lassen, um hier so halbwegs durchzukommen. Ja, wir merken das ja selber bei uns, also als Medienschaffende, was es da für Fallstricke gibt. Und wo man lieber vielleicht doch mal auch wirklich zurücksteckt, weil man sagt, stopp, also hier weiß man nicht Bescheid. Ja, Deutschland ist ja eh prädestiniert dafür, finde ich. Ja, gut. Dann ist es so, wir sind eigentlich schon am Ende angelangt.
aber wir stellen immer eine Abschlussfrage. Die kommt immer ziemlich überraschend, weil die muss authentisch sein. Und zwar ist es so, wenn es jetzt mit der Kamera, ja, alle Kanäle offen hätten in dieser Welt und jeden Menschen erreichen könnten, was würden Sie jetzt in dem Moment zu dem Menschen sagen? Bleibt mutig oder werdet mutig. Versucht, euch da zu wehren, wo es sinnvoll ist, wo es für euch persönlich sehr wichtig ist. Versucht aber auch im Konsens zu bleiben oder in den Konsens zu gehen. Versucht, die Gegensätze zu überbrücken, ohne die eigene Position zu verlieren. Und bleibt zuversichtlich und bleibt am Ball. Sehr tolle und starke Worte. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gern. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Vertreten Sie weiter das Recht, weil ich glaube, solche Leute braucht die Welt. Und da verabschiede mich und sage Danke. Gern. Bitte. 3 Freiheit. Fühlt ihr euch auch seit geraumer Zeit wie Fremdkörper auf dieser Welt? Als wärt ihr irgendwelche Außerirdische von einem fremden Planeten? Dann wird's Zeit, meine neue Single Aliens abzuchecken. Der Song ist auf allen bekannten Plattformen verfügbar und geht durch das Musikvideo auf ZensurTube und über meine Website. Also lasst uns die Erde zurückholen.